Mithilfe dieser Lösung werden wir jetzt diese Fälle uns anschauen. Wie gesagt, den Fall Nummer 1, den werden wir nicht weiter betrachten, da passiert gar nichts. Wir beginnen mit dem Fall Nummer 1. UQ ist also gleich 0. UC 0 ist ungleich 0 und UC unendlich ist gleich 0. Mit der Gleichung 10 schreiben wir jetzt also UC ist gleich minus Delta UC e hoch minus t durch Tau plus 0. Das kommt aus der 10. Da UQ 0 ist, landen wir also hier. Das ist unsere Gleichung 11. So, unsere Anfangsbedingung sagt uns, UC von 0 ist gleich UC 0. Wir gehen also in diese Gleichung rein, in 11, und erhalten jetzt UC 0 ist gleich minus Delta UC e hoch minus, ja, t ist jetzt 0 durch Tau. So, das ist hier wieder die berühmte 1, e hoch minus 0 durch Tau. Und damit bekommen wir auch schon die Lösung. Minus Delta UC ist gleich UC 0. Und wir können das schon wiederum in unsere Gleichung 10 einsetzen. Und wir erhalten UC von t ist gleich UC 0 e hoch minus t durch Tau. Unsere Gleichung 15 für die Entladung. Ein Blick auf den UC-Verlauf. Wir kommen also mit einem Startwert rein, mit unserem Wert UC 0. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir enden bei dem Wert 0 und wir wissen, der markante Wert, der uns Ingenieure interessiert, der auch immer gut zu messen ist, ist dieser hier Ln2 mal Tau. Das wäre also rund 0,7 mal Tau.